Was geht Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen GTA Online Video heute. Heute zeige ich dir mal einen richtig nicen, sagen wir mal, ja, einen kostenlosen, ich zeige dir heute einfach einen Glitch, wie du kostenlos die Autowerkstatt haben kannst. Und das wirklich solo und mega, mega einfach, wirklich auch wieder für jeden Anfänger. Mach das auf jeden Fall nach. Aber bevor wir jetzt hier auch wirklich mit diesem Glitch anfangen, möchte ich dich nochmal darauf hinweisen. Und zwar werde ich ja momentan, beziehungsweise ich mache momentan eine Verlosung, und zwar mache ich ein kleines Gewinnspiel an euch. Und zwar verlose ich 20 Millionen GTA-Dollar an meine Zuschauer. Das Einzige, was du jetzt hier dafür tun musst, ist ganz einfach, einfach diesen Kanal jetzt abonnieren, dieses Video liken und natürlich die Glocke aktivieren auf diesem Kanal. Wenn du dies gemacht hast, werde ich am Freitag, also nächsten Freitag, werde ich in meiner Insta-Story, werde ich das Ganze preisgeben. Mein Instagram-Account ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. So, ansonsten würde ich einfach mal sagen, ja, ich zeige euch jetzt gleich mal den Glitch, aber eins möchte ich auch nochmal drauf ansprechen. Es tut mir leid, dass ich die Werbung am Anfang gleich machen muss. Und zwar, du brauchst momentan unbedingt Geld in GTA 5 Online. Dann bist du genau hier auch richtig. Und zwar kannst du hier bei mir, bei meinem Partner, ganz schnell und ganz günstig Geld kaufen in GTA 5 Online. So viel wie du möchtest. Von Account Boost bis zu Unlock All Accounts, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, PC. Was du auch möchtest, hier kannst du wirklich dein Geld Glück wirklich bekommen, indem du wirklich ganz, ganz günstig hier einkaufst, bevor du irgendwelche Sharkcards kaufst oder auf irgendwelche illegalen Seiten, wo du wirklich auch noch gebannt werden kannst oder halt auch im schlimmsten Fall noch gescammt werden kannst. Kauf am besten hier bei meinem Partner unlockall.org hier einfach was. Hier kannst du ganz günstig irgendwelche Money Boosts oder Unlock Alls kaufen. Das ist wirklich mega cool. Ich habe dir im Hintergrund hier einfach ganz kurz gezeigt. Du kannst hier natürlich auch noch meinen Rabattcode benutzen, Gloper. Dafür bekommst du 10% Rabatt auf jeden Einkauf und unterstützt mich natürlich auch noch da teilweise noch ein bisschen dafür. Deshalb macht das auf jeden Fall hier 10% Rabatt, wie gesagt, mit Gloper. Kannst hier wirklich mit allem hier zahlen, mit Kreditkarte und so weiter. Das ist wirklich eine mega coole Funktion. Muss einfach nur deinen PlayStation, Xbox, PC Namen eingeben, dein Passwort, was du eben da halt eben brauchst, und kannst auch wirklich hier ganz schnell reich werden in GTA 5 Online. Dieses Geld erhältst du innerhalb von 24 Stunden von unlockall.org und hast wirklich sinnvoll dein Geld ausgegeben. Deshalb mach das auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. So, und zwar zeige ich dir ja heute, wie du die Autowerkstatt kostenlos erhalten kannst. Und zwar ist das auch wirklich mega, mega einfach. Ein bisschen, ja, es ist einfach, würde ich sagen. Und zwar, wie du siehst, hier Maze Bank, hier kannst du, Autowerkstätte, kannst du ja kaufen, beziehungsweise siehst du hier, okay, welche möchtest du haben. Es geht wirklich mit jeder Autowerkstatt geht das Ganze. Und zwar musst du einfach nur das, ich mache das jetzt einfach mal mit der Autowerkstatt gleich. Und zwar haben mich ja viele Leute gefragt, hey, ich habe keine Autowerkstatt, wie kann ich eine haben und so weiter. Ich habe das Geld leider nicht. Ganz einfach, wie gesagt, ich mache das heute einfach mal und zeige euch einfach, wie man eine Autowerkstatt kostenlos erhalten kann. So, und zwar hier seht ihr, ich möchte diese Autowerkstatt möchte ich haben. Das Ganze kannst du natürlich deines Geschmackens, kannst du das einfach hier ein bisschen designen, so wie du das eben haben möchtest. Also das kannst du auch wirklich auswählen, wie du es haben möchtest, mit einem Personal, Farbton und Extras und so weiter. Kannst du natürlich machen, wie du möchtest. So, dann siehst du hier kaufen. Jetzt ist wichtig, dass du X drückst und dann siehst du hier kaufen. Du kannst hier einfach das Ganze kaufen, indem du das Ganze bestätigst. Das darfst du aber natürlich nicht machen. So, und zwar drückst du jetzt die Online-Taste, also Optionstaste, und gehst auf Option. Und wenn du auf Optionen bist, musst du jetzt eben. So, und zwar siehst du, ich habe hier das Ganze hier, Spawnpunkt Autowerkstatt gemacht. Das Ganze ist natürlich, dann kannst du das Ganze verlassen. Jetzt nochmal ganz kurz, ja natürlich, du musst natürlich nicht Autowerkstatt haben. Du kannst das mit zwei Varianten machen, und zwar entweder mit der Autowerkstatt oder kannst das mit der Arena-Werkstatt machen. Also mit den zwei Spawnpunkten kannst du das machen. Ich gehe mal stark davon aus, du machst Arena-Werkstatt. Ich hoffe natürlich, dass du die Arena-Werkstatt hast. Wie gesagt, wenn du es nicht hast, dann guck dir gerne einfach mal unten in der Videobeschreibung, verlinke ich mal ganz kurz einen Glitch. Da hat jemand erklärt, wie man die Arena-Werkstatt kostenlos erhalten kann. So, und zwar, du bist in GTA 5, wie gesagt, du hast GTA 5 online verlassen und jetzt ganz easy, du gehst wieder auf online und gehst auf GTA 5 online spielen, du gehst auf Charakter auswählen, auf Charakter, du musst einen Charakter, eine Charakterauswahl, du hast zwei Charaktere, gehe ich mal stark davon aus, ich denke mal, heutzutage hat jeder mittlerweile zwei Charaktere in GTA 5 online, wenn nicht, kannst du das auch ganz einfach und kostenlos, kannst du das einfach ganz kurz machen. So, das Ganze hast du gemacht
und muss jetzt einfach das machen, was ich jetzt hier mache. Übrigens, abonnier doch einfach mal diesen Kanal und like dieses Video, falls du es noch nicht getan hast. Würde mich echt freuen. So, wie du siehst, hier links ist mein ganz normaler Account und rechts ist so ein kleiner, ein anderer Account, mit dem ich eigentlich nicht drauf spiele, aber er ist halt da für Glitches. So, gehst du ganz normal wieder mit deinem ganz normalen Charakter, gehst du einfach wieder X, drückst du, dass du da einfach wieder rein spawnst. So, tut mir leid, falls ich mich heute ein bisschen krank anhöre. Ich bin ein bisschen angeschlagen, sage ich mal. Ich bin ein bisschen erkältet, aber nichts Großes. Ja, falls der Glitch bei dir übrigens nicht funktionieren sollte, dann schreib mir unbedingt einfach mal auf Instagram einfach mal eine kleine Nachricht. Ich versuche jedem zu antworten. Es ist ein bisschen schwierig, jedem zu antworten. Ich gebe mein Bestes, weil es sind momentan halt echt sehr, sehr viele Anfragen und viele Fragen halt auch wirklich Sachen, die mega unnötig sind und deswegen übersehe ich die wichtigen Fragen nicht. Das ist die wichtigen Fragen übersehe ich dann halt eben und das ist, tut mir echt leid. Manche Leute schreiben mich einfach an und fragen so, kann man mal zusammen spielen oder sowas. Das ist eigentlich nur dafür da, dass ich wirklich euch auch helfen kann oder sowas. Und jetzt nicht, dass ich jetzt meine Freizeit jetzt gerade mit meinen Zuschauern jetzt hier zocke, weil ich sowieso relativ selten zocke, außer jetzt hier meine Videos aufnehmen. So, du bist in GTA 5 Online wieder. Das ist ganz einfach so. Wie du siehst, du bist in der Autowerkstatt, also ich bin jetzt in der Autowerkstatt gespawnt. In deinem Fall bist du wahrscheinlich in der Arena-Werkstatt gespawnt. Ist aber ganz easy. So, du kannst auch ein bisschen experimentieren, wenn du wirklich keine Arena-Werkstatt hast. Dann probier es mal mit den ein oder anderen Sachen aus. Vielleicht eine andere Garage oder sowas. Würde mich auch mal interessieren, ob das auch mit ganz normalen Garage geht. Könnte auch ganz gut funktionieren. Experimentier einfach ein bisschen selber einfach deinen Spawnpunkt aus. Es ist wichtig einfach, was der Spawnpunkt ausmacht, weil wenn du den Spawnpunkt halt nicht so hast, wie ich habe, dann ist das ein bisschen schwierig. So, ich habe halt eben schon eine Autowerkstatt, deswegen, dementsprechend ist es eben so. So, du siehst, ich bin in meiner Autowerkstatt und in meiner einen Autowerkstatt. Ich möchte mir jetzt einfach noch eine zweite holen und das Ganze kostenlos. So, ich gehe nochmal auf Maze Bank, gehe einfach nur mal auf Autowerkstätte, beziehungsweise ich möchte diese Autowerkstatt möchte ich jetzt haben. Hier, diese für 1,6 Millionen möchte ich jetzt hier kostenlos erhalten, möchte ich mir kostenlos erglitschen. Ich werde mir ganz kurz hier mal, gehst auf Kaufen, drückst auf Kaufen und gleichzeitig Optionstaste. So, dann bist du auf Online und gehst auf Charakterauswahl wieder. Nicht Charakterauswahl, was laber ich denn? Editor. Du musst auf Editor gehen. Ich bin ein bisschen daneben, wie gesagt, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen tut es mir echt leid. So, wie gesagt, einfach auf X drücken, kaufen und gleichzeitig die Optionstaste drücken. Dann solltest du die Autowerkstatt nicht gekauft haben, aber du solltest in den Editor gehen. So, dann bist du jetzt eben in dem Editor drin und kannst auch ganz easy wieder zu GTA 5 Online gehen. So, du spawnst jetzt und solltest jetzt in dem neuen DLC, wie heißt es nochmal, Meat Car oder wie heißt es nochmal? Schreibt es mir mal ganz kurz rein. LSK Meat, genau. Da solltet ihr rein spawnen. Okay, dann habe ich alles richtig gemacht. Wenn ihr wirklich so weit seid, dass ihr wirklich da drin spawnt, dann hast du alles richtig gemacht und dann hat der Glitch auch funktioniert. Wie gesagt, wir haben ja ausgewählt, dass du in der Autowerkstatt spawnst. Oder in deinem Fall in die Arena-Werkstatt. Du spawnst jetzt aber hier in dem LSK Meat rein. Und wenn das wirklich so der Fall ist, dann hat der Glitch bei dir auch funktioniert und du wirst auch jetzt gleich sehen, dass du die Autowerkstatt kostenlos erhalten hast. Also wirklich, du hast kein Geld ausgegeben für diese Autowerkstatt, hast aber diese Autowerkstatt bekommen. Du siehst, okay, hier ist LSK Meat und ich sollte jetzt da oben die Autowerkstatt haben. Wo ist die nochmal? Da ist meine alte. Wo ist meine neue? Nee, das ist Spielehalle. Genau, hier, Autowerkstatt. Da habe ich sie doch. Genau, und da habe ich sie kostenlos erhalten. Die kostenlose Autowerkstatt. So könnt ihr ganz, ganz günstig, was heißt günstig, ihr könnt ganz, also wirklich kostenlos, gratis, eine eigene Autowerkstatt eben haben. Wenn du den Glitch nicht ganz verstanden hast oder es hat nicht funktioniert, dann, wie gesagt, einfach auf Instagram ganz kurz melden. Ich versuche sehr vielen Leuten zu antworten und ich antworte wirklich, ich nehme so viel Freizeit einfach raus, nur um Leuten zu helfen. Falls ich es nicht schaffe oder sowas oder euch nicht gleich antworten kann, dann seid ihr mir bitte nicht böse. Wie gesagt, das sind wirklich mittlerweile 1000 Fragen oder sowas und So, ich fahre jetzt einfach nur ganz kurz hin, um euch das Ganze auch kurz schon zu präsentieren. Und wie gesagt,
So, falls der Glitch nicht bei dir funktioniert hat, wie gesagt, kannst du auch einfach, oder er funktioniert wirklich absolut nicht. Du hast keinen Plan, wie es geht oder sowas. Dann kannst du, wie gesagt, einfach auch mal bei meinem Partner vorbeischauen, unlockall.org. Kannst du ganz, ganz günstig GTA 5 Online Money kaufen, Unlock Alls und so weiter. Mit dem Rabattcode GLOPER bekommst du 10% Rabatt. Momentan hat sowieso 30% Rabatt auf Unlock All. Mit dem Rabattcode GLOPER hast du noch 40% Rabatt. Also wie gesagt, würde ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. So, du bist hier. Und ich gehe jetzt in meine Autowerkstatt rein. Somit würde ich jetzt einfach mal sagen, das war's hier mit dem heutigen Video. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. Wie gesagt, er hat funktioniert. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.